Wie weit darf öffentliche Sicherheit gehen? Wer darf uns wo überwachen und wann beginnt die Privatsphäre? Diese und ähnliche Fragen standen am Wochenende weltweit im Mittelpunkt. Das sogenannte Anonymous-Kollektiv hatte zum ersten internationalen Tag der Privatsphäre aufgerufen. In über 45 deutschen Städten gab es Veranstaltungen und Informationsaktionen, darunter auch in Ingolstadt. Die Piratenpartei unterstützte die Aktion mit einem Infostand in der Fußgängerzone. Bei winterlichem Schneetreiben verteilte der Kreisverband der Ingolstädter Piraten am Samstag Infobroschüren und Flyer. Das Ziel: Überwachungswahn stoppen und sinnbefreite Sicherheitsgesetze abschaffen. Ganz oben auf der Liste steht der Kampf gegen Kameraüberwachung. Denn was da auf Deutschland zukommt, sei, so die Partei, erschreckend. Wir haben viele mannigfaltige Systeme, die entwickelt, erforscht werden, die nichts anderes machen wie Kameraüberwachung mit biometrischen Daten zu matchen. Das heißt, das ist eine Identifizierung von Leuten im öffentlichen Raum. Das wird abgeglichen im Internet mit dem, was die auf Facebook, auf Twitter, in ihren Blogs, Foren etc. schreiben. Und dadurch wird ein Gefahrenpotenzial erkannt. Das heißt, wenn man zu lang irgendwo an der Ecke steht, dann meldet das System, Achtung, da ist Gefahr. Wenn man jetzt in Gruppen steht, laut ist etc., dann meldet es dieses System. Und diese Entwicklung in einer freiheitlichen Gesellschaft, die hat da nichts zum Sorgen. Und die sollen mit diesem scheiß Überwachungswahn endlich aufhören. Eine Kameraüberwachung am Ingolstädter Hauptbahnhof, das hatte der bayerische Innenminister Herrmann erst kürzlich gefordert. Sein Argument: Verbrechensbekämpfung, bereits bevor das Verbrechen überhaupt geschieht. Das klappt so nicht, sagt die Piratenpartei. Überwachung im öffentlichen Raum ist nie proaktiv, sie kann nie genutzt werden, dass man was verhindert, sie dokumentiert maximal. Die Probleme, was wir haben mit Gesellschaften, die sich überwacht fühlen und die ganze Zeit meinen, dass einer auf die Finger schaut, das hat nichts mehr mit Freiheit zum tun, das hat nichts mehr mit einer Demokratie zum tun, sondern da wird genormt und da werden die Leute im Endeffekt auf Dauer in einer Kastel eingepresst, wie sie sich zu verhalten haben, und ein Mittel davon oder ein Tool ist diese Überwachung. Automatisierte Überwachungstechnik und die Einschränkung von Freiheitsrechten. Dagegen wollen sich die Piraten auch weiterhin einsetzen.